Der ist zwar dran, aber der wackelt beim Fahren, logischerweise, und dann spritzt es mich von hinten an, ja. Jetzt könnt ihr hier Brazers.com, ne, wenn ich das jetzt einfach auch mal Naja, ausblende und du, das. also ganz ehrlich, spritzt dich von hinten an, das ist Ja, Mann, wunderbar, ey. da bin ich nicht so einer, der das feiert tatsächlich. Das mag ich überhaupt nicht. Also. Dann ist da diese eklige Flüssigkeit, die deinen Rücken runterläuft. Bah, ist echt widerlich. Es läuft ja dann so eiskalt den Rücken runter. Oh, Ja, ey. genau, es läuft mir eiskalt den Rücken runter. Jetzt habe ich Oh, ein Kopfkino. Scheiß, Ich danke Alter. dir schön. Ich danke dir schön. Ich muss Boah. mal. Es klingt jetzt vielleicht pervers, aber kennst du das? Du willst so deine Eier schaukeln, weil die irgendwie so falsch liegen und dann Webcam ist halt doof. Dann sehen die Ey. Zuschauer nicht die ganze Zeit in den Eier kraulen, Naja, weißt du, das ist aber auch so ein ey. Problem. Ich glaube, weißt du, ganz ehrlich, ich will jetzt nicht die Männer in Schutz nehmen, die sich da wirklich in die Hose fassen, um da an irgendwas rumzuspielen. Das will ich jetzt absolut nicht in Schutz nehmen. Aber ich muss mal wirklich sagen, es ist so, weißt du, jedes Mädel da draußen, das sich irgendwann mal am Tag den BH zurechtzupft, gibt's ja auch. Und Ja. ganz ehrlich, da stelle ich mir so die Frage, Mädels, könnt ihr euch nicht vorstellen, dass so eine Boxershort nicht mal unangenehm sitzen kann? Könnt ihr Vor euch allem, das nicht wenn du in der Öffentlichkeit vorstellen? den BH riechst, niemand sagt was, aber sobald du dir einmal in die Eier kraulst, bist du schon der Pervers. Das finde ich selber zum Kotzen, also. Es ist schon wieder so anti, also das ist so, das sind so Männerrechte, die eigentlich auch, ne, gesellschaftlich noch Ja. verhandelt werden müssen, finde ich jetzt. Finde ich aber Aber. auch, das finde ich nicht in Ordnung. Absoluter Also Random Bullshit Talk hier. für das Recht, sich am Sack zu kratzen. Jawohl. Klingt gut, bin ich Make dabei. man's balls great again. Make the balls great again, jawohl. Ja. Ich meine, so ein Deal wie, warum europäische Kinder keine Schuhe nähen, ist schon ziemlich fies irgendwie. Aber gut, sonst kriegt es ja keiner mit. Du musst ja immer erst übertreiben, damit die Leute es merken. Es ist halt echt so, das ist typisch Propaganda einfach. Weißt du, ganz. Karikatur. Du musst einfach Übertreibungen Du musst erregen Aufmerksamkeit. einfach übertreiben oder es mal wirklich so schlimm zeigen, wie es ist. Hallöchen und herzlich willkommen zum ersten der drei Special bei Yu-Gi-Oh! Pro Duelist Ascension. Mit mir, Adrione ganz drei. Hallo! Ja, ich nehme mit Festgemauf auf, ihr seht's. Keine Ahnung, wo ich die Festgemauf hinpacke. Vielleicht Das auch hättest du mir nicht. auch mal Mal früher schauen. sagen können. Dann hätte ich meine Facecam auch aktivieren können. Ja, willst du machen? Kannst du machen. Nee, die Aufnahme läuft ja schon. Also Ist seid doch ich. egal, mach doch jetzt einfach. Ja, dann muss ich die Aufnahme aber nochmal beenden. Und Stell dir obwohl vor, du ich kaufst dir ein will. Grundstück, 100 Quadratmeter. Es ist leer. Ja, sieht scheiße aus. Muss ein Haus Unbegren hin. unbegrenzte Möglichkeiten, aber ich sag dir, ein Jahr später steht da so ein Haus oder sonst irgendwas. Und auf einmal hast du mehr oder weniger kein Grundstück mehr, weil du das ja Aber bebaut hast. jetzt stelle ich mal eine Frage. Warum kauft man sich ein Grundstück? Du kaufst es Keine dir in Ahnung. 80% der Fälle dafür, um ein Haus Fragt es die drauf zu bauen. Amerikaner. Ach, apropos Amerikaner, was hältst du eigentlich von Trump? Was war das für eine schlechte Oh ja, Überleitung? eine Wir wollten. richtig gute Überleitung. Aber was die noch bessere Überleitung ist, wir wollten ja im Part ein bisschen drüber talken, deswegen fände ich es super, wenn du jetzt deine Begrüßung machst. Was meinst du dazu, hä? Stimmt. Ist doch Noch super. besser. Das Bietet heißt, sich Trump doch können wir später mega an, einwerfen, oder? Ey. wenn wir den Anti-Mexikaner spielen. Wobei, ich glaube, wir haben auch schon gesagt, die Mexikaner bauen die Mauer doch freiwillig, damit Trump nicht zu ihnen kommt. Also ich Oh bin. ja. Der muss Oh doch viel Geld ja, dafür da wäre bezahlen. ich auch für. Ich Die würde sogar bauen so das eine doch hohe Mauer bauen, freiwillig. dass nicht mal ein Titan rüberkommt. Ja, so Attack on Titan-mäßig. Naja, dann explodiert er einfach und dann ist die Mauer im Arsch. Naja. Oh, lass uns Attack on Titan Ach nee, gespoilert. Moment, das kann ja nicht explodieren. Weil Trump ist ja der Meinung, wenn er alle Muslime aus dem Land rausschmeißt, hat er auch keine Terroristen mehr. Da kann ja die Mauer nicht Stimmt! explodieren. Weil alle Muslime ja Ey, Terroristen sind. ist das ein gerissener Genau. Typ, oder? Ey, ein Was? Fuchs? Ein Fuchs? Vor allen Dingen die Scheiße ist, Ganz laut. jetzt haben wir hier locker 10 Minuten Prä-Intro. Ich will Mann, da wer einen aber. Hamster auf den Kopf trägt, der muss doch was können. Pass mal auf, wir haben hier jetzt schon eine halbe Stunde fast gelabert und Prä-Intro. Ich möchte aber Das nicht so lasse ich viel jetzt aber davon nicht rausschneiden. ungeschnitten alles dran. Nee, wir lassen das nicht ungeschnitten dran, aber ich bleib am Ende bestimmt trotzdem bei 5 Minuten oder so Minimum. Ja. Und ich würde dann einfach. Also gut, Leute, wenn ihr das jetzt seht, ihr habt es bestimmt schon gesehen. Ich habe am Anfang dann bestimmt eine kleine Anmerkung oder wenn nicht sogar ein Callout in Camtasia irgendwo eingefügt, wann das richtige Weiß Duell losgeht. Wenn jetzt die Leute das Prä-Intro nicht sehen wollten, dann können sie vorspulen. Das ist. Das mache ich jetzt, glaube ich, auch. Das Und ist, denke ich, am besten. ich glaube, bei unserem gemeinsamen Duell, ich glaube, da machen wir wahrscheinlich extra Videos, wo wir das ungeschnittene Prä-Intro haben, oder?
Ja, aber da müssen wir uns ein bisschen kurz fassen, weil wir haben jetzt wirklich eine halbe Stunde fast gelabert. Das tun wir dann einfach in die Videobeschreibung als nicht gelistet, eben als Link hin. Und wer Bock hat, kann sich das dann eben nochmal anschauen. Das Pre-Intro von diesem Special. Weil wir haben ja jetzt schon so ein bisschen philosophisch, politisch und so. Wir sind ja schon mal ganz angeregt am Reden, Deutsch, kann man jetzt mal sagen. Also spirituell, mental, sexuell, also alles war schon dabei. Was? Vor allen Dingen, weiß ich, wie das jetzt so kam. Ja, also wirtschaftlich, politisch, spirituell und ich denke mir das so, ja. Jo, der kommt, weiß ich. Spirituell, sexuell, was? Das klang jetzt vor allem wie sexuell. Das ist, okay. Ja, hab ich doch am Anfang angeschnitten mit dem Tropfen, der auf meinen Rücken und dann. So, ja, egal. Ja, das ist doch, das stimmt. Da war ja was. Ey, ohne Scheiß. Ich will jetzt mal anfangen. Nö. Ich will irgendwann noch essen, duschen, keine Ahnung. Ja, egal, scheiß drauf. So. Es ist Zeit für ein Duell und damit herzlich willkommen zu Yu-Gi-Oh! Pro Duelist Ascension Special 1 von 3 mit mir, Adrian Ganz 3. Hallo! Übrigens mit Facecam. Und ich bin natürlich nicht alleine, denn bei mir ist der liebe und herzensgute Ehrenmann Stefan. Ich heiße euch herzlich willkommen zu diesem weiteren Part von Yu-Gi-Oh! Pro Duelist Ascension und natürlich aber auch ich eine Facecam jetzt dabei im Special. Ich muss ja auch ein bisschen gleichziehen. Mit meinem Partner Adrionik 1-3. Warte mal, Stern, du bist ja dann. Ah, nee, du bist bei dir ja dann auch links. Scheiße. Ich pack die Facecam ja nicht ins Thumbnail irgendwie. Also, die packen wir ja dann. Nee, ich meine jetzt, während des Videos bist du ja auch unter deinem Namen und dein Name ist ja immer links. Das hätte ich jetzt nach rechts gewunken, wenn du rechts. Also, ich muss aber ehrlich sagen, ich würde das dann einfach im Prinzip dorthin packen, wo jetzt bei dir. Also wahrscheinlich würde ich es dorthin packen, wo jetzt im Prinzip das Kartenbild ist. Weil das brauchst du eigentlich nicht. Also pass auf, wenn du jetzt das Interface von Yu-Gi-Oh! Nee, du packst es unter deinem Namen, da ist genug Platz. Okay, ich hab's jetzt so genau nicht im Kopf gehabt. Dann packe ich es unter meinen Namen, dann ist alles gut. Ja. Wenn du das sagst. Gleich, wenn du mal starten würdest. Ja, ich muss doch noch die Regeln erklären. Ja, okay, also in diesem Special von 1 von 3 haben wir die Spirit Monster, ja, ihr kennt sie, die Monster, die man, nein, nicht böses Wurmungeheuer, nicht das, sondern die Monster, die vom Feld auf die Hand zurückgeben und die den Archetype Spirit. Was können die denn, Chitani, oder was sind unsere Regeln diesmal? Also wie Adrian schon erwähnt hat, die Grundmechanik der Spirit Monster ist eigentlich, dass man sie normalt und dann kommen sie am Ende des Zuges auf die Hand zurück. Das ist die ganze Grundmechanik und wir haben jetzt versucht, ein Deck drum zu bauen. Es ist recht interessant, was man damit machen kann. Wir haben jetzt aber hier, denke ich mal, beide probiert, recht turniernah zu bauen. Und dadurch, dass wir Spirit gegen Spirit spielen, gibt es eine Karte, die sehr OP in diesem Matchup ist. Ihr werdet schon noch sehen, was das ist. Oh ja. Und mein Stuhl knarzt wieder wie Sau. Und was natürlich, es ist natürlich wie immer verboten, Beschwörungsblockaden. Natürlich wie immer kein Psytech, keine Metadeck. Spirit ist nicht Meta, also. Es ist eigentlich alles wie immer, ich wollte nur mal kurz erwähnt haben. Kein Meta-Deck, was Spirit ist. Selbst die Komponenten, ja, ich habe in meinem Spirit-Deck ein paar, ich sag mal so 20-30% meines Decks bestehen aus anderen Komponenten. Es ist quasi eine Art Hybrid, aber auch nicht so richtig, weil die Monster, die ich drin habe, sind ja eigentlich auch Spirit, nur halt eigentlich von einem anderen Themenbereich. Ja, ihr werdet es sehen und ich hoffe, ihr werdet viel Spaß haben. Das hoffe ich auch. Starten wir gleich mal. So, und genau hier, Chitani, siehst du es unter deinem Namen? Da kannst du doch die Fest stimmt, das ist, da ist ja mega viel Platz. Ja, eben. Und zwar, du musst jetzt aufpassen. Das ist jetzt hallo? Weil jetzt kommen ja rechts neben den Karten nochmal so die Symbole. Also da, genau die hier. Ja, genau. Setz einfach da deine Facecam runter. Da kann ich das einfach hinpacken. Das brauche ich eigentlich nicht. Also ihr seht es nicht, weil meine Maus ist genau hinter der Facecam quasi. Hier. So. Also hier oben wird es dann hinkommen für euch. Ich fange da mal an und das ist eine richtige Scheißhand, aber ich habe. Ja, das ist nicht. Wow. Dass ich beginnen muss, ist scheiße. So, kommt erstmal Manu der 1000 Hände. Mann, du hast mit den neuen OCG-Karten. Oh ja, das ich spiele cool. OCG-Esprit. Also damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Weil ich dachte mir so, ich habe Spirit geguckt und dann auf einmal Esprit, OCG, alle Esprit-Karten, OCG. Und ich dachte mir so, Alter, da muss ich was drum bauen, weil wenn Chitani die baut, bin ich am Sack. Also, pass auf, die Sache ist, ich habe ein normales Spirit-Deck gebaut, aber eben Tribut-Spirit mit Mausoleum des Kaisers, also ganz klassisch. Oh! Und das habe ich ja auch direkt, aber ich möchte eigentlich lieber erstmal deine Backrow loswerden, muss ich ehrlich sagen. Tribut-Spirit sind auch ziemlich krass. Oh nein, nicht Feng-Wang. Doch, Feng-Wang. Yam, yam, yam. Okay, warte, kann ich eine Falle aktivieren, bitte? Jawohl. Ich kann anketten, alles klar. Gut, okay.
Das ist genau die Karte, die ich meinte. In dem Matchup absolut OP. Ist quasi garantiert das Revier, wenn man Spookmonster spielt. Und das Geile ist, ich hab die zweimal. Boah. Na gut, ich hab sie aber auch dreimal. Ich hab sie aber auch dreimal im Deck. Die Karte ist zu gut in diesem Matchup. Jetzt generiert er einfach ein plus 2. Das ist krank. Ja, das hab ich da eigentlich nicht. Jetzt hab ich eine volle Hand. Es ja, dann kassiere ich gerne auch die 700 Schaden. Das sag ich dir aber. Ja. Also viel mehr kann und will ich hier jetzt eigentlich auch gar nicht machen. Ich werde noch ein bisschen Schaden drücken. Und ich finde es interessant, dass Spirit Boss, weil das ist auch ziemlich. Darauf wäre ich auch nicht gekommen tatsächlich. Also Tribute Spirit ist einfach unheimlich stark. Ein Tribute im Deck und ich habe es sogar auf der Hand, lol. Also bis auf die Ritualmonster natürlich. So. Licht gerade. Ja, das bringt mir gar nichts. Ich, also gut, ganz ehrlich, wenn ich diese volle Hand sehe. Aber was ich daran recht interessant finde, du hast prinzipiell nur eine Karte mehr als ich. Prinzipiell. Also ich weiß überhaupt nicht, was diese neuen Karten können. Ich weiß es überhaupt nicht. Ey Leute, ich hab die falschen beschworen. Och, du Scheiße. So, und soll, weil ich Tribute Spirit... Hätte ich 500 mehr Damage drücken können? Naja, bis auf das natürlich. Ich hab noch eine Normal Summon, weil bringt mir halt einen Scheiß. Kommt der jetzt auf die Hand zurück? Oh. Esprit Bird Token, okay. Das ist ziemlich krass. Das ist wirklich krass. Und das geile Token kannst du ja auch ritual beschwören, also kannst du benutzen. Weil theoretisch sind die schon strong. Und ich habe tatsächlich das falsche Monster abgelegt, auf unseren Nubbel, Alter. Das Ritual ist gerade mal drei Team-Decks weg, ey. Und ich habe jetzt schon keine Ahnung mehr. Oh so. Gott, warte mal, was mache ich? Ich glaube tatsächlich. Gehe ich für also die meisten Monster können auch nicht spezial beschworen werden, was natürlich ein bisschen kackes ist, weil, naja. Ich will dir diese Esprit Bird Tokens eigentlich nicht lassen, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Willst aber du mir echt nicht lassen? Aber die Sache ist... Hast du 3G gehabt, Hans? Nee, ich meine, ich könnte jetzt... Das Problem ist, das wird im nächsten Zug wiederkommen. Bin ich mir ziemlich sicher zumindest. Ja, natürlich. Oh, nice. So, und das ist jetzt der Zeitpunkt, an dem du mich eigentlich outplassen könntest. Ja, zwei Nikitamas. Nice. Schon geil, ja. Ich möchte jetzt gern die Cheer Up Girl. Die sind auch noch... Ach ja, die sind ja Fee. Ja, die sind von Typ Fee, damit kann man plus 1 machen. Aber nicht in diesem also, Zug. Nicht neutral. In diesem Zug. Lol, du bist ein Arschloch, Alter. Nicht in diesem Zug. Sag bitte. Nee, du spielst nicht mehr XT. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn im Spirits. Das spiel ich nicht. Nee. Aber ich kann angreifen, oder? Ja angreifen kannst du. Also könntest du. Als ob, Alter. Du hast echt. Boah. Ja, ich hab mit zwei Battle Faders gestartet. Es tut mir leid, es ist nun mal so. Ah, das ist so kotze einfach. Also weißt du, und vor allen Dingen, weil ich Tribute Spirits spiele, spiele ich auch noch diese Karte, ist ja klar. Das ist echt krass. Ja, Storm Monarch ist leider auf 1, weil ich hatte ja auch ein Deck, wo die zweimal drin war, und dann wurde sie auf 1 gesetzt. Ja, dann das wurde es auf 1 Kacke. Gesetzt. Das ist jetzt tatsächlich ein bisschen hart, kontraproduktiv für dich. Mhm. Ah, jetzt muss ich aber überlegen, ne? Nee. Lass mal's erstmal gut sein. Ich muss aber mal... Oh, nice. Die gefällt mir. Natürlich habe ich die Pre-Preparation drin, ist klar. Boah, alles klar. Aber was ist denn der Effekt vom Esprit-Calling nochmal genau? Kann ich mir das nochmal ganz kurz genau angucken? Ja, oder? Kannst du gleich. So, warte. Also ich möchte jetzt aber den hier beschwören und dafür lege ich die beiden Nikitamas vom Frito aus dem Spiel. Easy. So. Was macht der eigentlich? Kannst du das mal kurz zusammenfassen? Ich will nicht so viel lesen. Achso, auf die Hand. Also er schickt Raimund, der... Esprit Lord schickt drei Monster auf die Hand und die Esprit Dame, die ich vorhin missplayed habe, die schickt drei Zauber oder Fallen auf die Hand. Das ist ziemlich strong. Also deswegen sind die ja OCG. Kommen am Ende des Zuges natürlich auf die Hand und beschwören zwei Spielmarken. Das ist eigentlich alles, was sie machen. Das ist ziemlich cancer, wa? Und drücken 3000 Damage. Ja, aber das machen sie auch ziemlich gut. Also das ist. Das Deck, also es gibt ein Esprit Deck. Das reine Esprit Deck ist schon. Echt heftig. Aber das hat leider, das wäre nicht so. Das hat kaum Spirit Monster eigentlich tatsächlich. Es hat sogar den Benden. Weil der Benden macht ja, dass du noch ein Fee-Monster von deinem Deck auf die Hand nehmen kannst.
Das ist so consistent dann. Ich muss jetzt aber echt überlegen, was ich mache, weil das Problem ist, man kann SP mit Cyber Angels kombinieren, das ist ziemlich Panzer. Ich weiß nicht. Oh, ich hab den Yamata Dragon auf der Hand, aber ich kriege ihn nicht raus. Ich hab den Yamata Dragon jetzt auch auf der Hand, aber ich glaube, nee, den spiele ich nicht. Ich mache ein zu krasses Minus damit, ganz ehrlich. Ah, schon. Okay, also das kann ich nicht machen. Aber du musst doch auf jeden Fall deine beiden Tokens verlieren, weil sonst ist es Kacke. So, zack, Izanagi. Ja, stimmt. Wie gesagt, Tribute Spirits. Wäre ja ärgerlich, wenn die auf die Hand zurückkommen. So, weg mit den Bird Tokens. Ach so, du hast den Izanagi drin. Ja, den habe ich auch einmal drin, glaube ich. Oder zumindest wollte ich ihn reintun. Weil du kannst jetzt damit entscheiden, ob sie auf die Hand zurück sollen oder nicht. Das ist ziemlich geil. Und da du Tribute Spirit spielst, ist das natürlich perfekt für dein Deck. Also, ich finde die Duelle jetzt echt interessant. Ritual Spirit gegen Tribute Spirit. Das ist ziemlich interessant, aber ich möchte jetzt... Monarchen gegen Ritual-Effekt, das ist schon nice. Oh lol, stimmt, die kannst du die auch spielen. Ja, natürlich kann ich die auch spielen. Okay, dann machen wir Folgendes. Topdeck Raigeki, sorry. Okay, gut. Ja, jetzt hat sich das wieder ausgeglichen von den letzten beiden. Ja gut, dann machst du mich jetzt fertig. Das hast du gewonnen. Nee, leider. Ich glaube nicht. Oder? Warte, ja, aber gut. Was soll ich jetzt? Ah, du hast doch noch einen Normal Summon. Ich habe aber kein Monster gezogen eben. Ja, aber ganz gut, ehrlich. Du hast ein Topdeck. Welcher Topdeck kann das jetzt noch entscheiden für mich? Sei mal ehrlich. Yatagarasu plus... Nee, stimmt. Ich krieg die Monster auf die Hand. Ja. Okay, dann nicht. Bei Yatagarasu plus 2 Fantraps würde dich nochmal... Ich kann maximal noch der Battle Fader, wenn ich den jetzt hier in der Runde retten. Und den ziehe ich nicht. Also ganz ehrlich, ich mach's jetzt ehrenhaft. Ich begehe Harakiri. Komm. Das kann man machen mit dem Mausoleum. Kann man. Okay, dann, nice. Rematch. Alter, das Special ist schon, finde ich schon geil. Aber ganz ehrlich, du kannst echt einfach nur so. Du kannst mich so kontern mit diesem. Mit diesen beiden Esprit-Lords, weil ich komme über die nicht drüber. Ich komme über sie nicht drüber. Die sind so OP einfach. Weil ich meine, die tun drei Monster auf die Hand oder drei Zauber oder Fallen. Das ist so OP einfach. Das glaubst du gar nicht. Ganz ehrlich, früher... Das ist echt strong, vor allem in der Menge. Also ganz ehrlich, wären die TCG, die wären locker verboten, weil du den Gegner so ein Minus generieren lässt. Die werden beide auf 1 und die Zaubergarten auch auf 1, weil das geht Minimum. Ja nicht. Das ist Minimum. Maximum. Also halt, also 1 oder verboten. Ja. Aber, also die Zauberkarte an sich ist ja schon kacke, weil du kannst 12 Monster vom Friedhof banishen dafür. Das ist so OP. Du brauchst nur eine Pre-Prep im Late-Game und dann easy GG. Das ist... Okay, Trotzen. Damit will man natürlich nicht beginnen mit dem Deck, wie du siehst, aber jetzt habe ich mir echt eine gute Hand gebaut. Also ganz ehrlich, wenn du jetzt ganz viel Pech hast und ich krieg das Mausoleum, dann hast du ein ganz... Oh shit, er kriegt's nicht! Ey, ohne Scheiß. Also ohne Scheiß, ne? Ich fände es so lustig. Also wenn du jetzt eine... Kasten jetzt oder was? Nee, ich gehe jetzt nicht in den Kasten. Ich habe eine Karte, die kann jetzt im Prinzip das Duell für mich entscheiden. Oh, okay. Weil, es geht jetzt im Prinzip um Folgendes. Kommt der Yamata Dragon, oder? Ja. Nee, nicht der Yamata Dragon, es ist viel besser. Ach, der achte. Oh, leck mich doch am Arsch. So, wenn du jetzt nichts hast, um den Angriff aufzuhalten, dann wird es ziemlich schwierig für dich, das noch zu drehen. Okay. Das ist Cancer. Ja, das ist jetzt effektiv für dich ein minus 5 im nächsten Zug. Alter. So, das ist die stärkste Karte in meinem Deck. Den spiele ich auch zweimal, so. Holy shit. Das ist die stärkste Karte, die stärkste Kombo, die ich mit dem Deck abziehen kann. Ja, da gab es immer ganz... Okay. Ja, immerhin. Oh, das Schlimme ist, er kann ihn ja nochmal aktivieren. Ja, kann ich. Das ist völlig korrekt. Jetzt wieder oh nein. Ja, ich kann ihn tatsächlich noch mal aktivieren. Da machst du mit 2,8 Damage sogar noch. Kannst du das einmal pro Zug machen? Ja. Und ich würde sagen... Normal Summon. Okay, das ist gut. Was? Also, das würdest du mich umkarren können, weil der Yamata drin. Ah, nee, dann die Stormforce. Ja, ich nehme die Stormforce einfach damit... Aber ich weiß nicht, ob ich... Weißt du, das Problem ist, wenn du jetzt eben so ein Esprit-Calling...
Wobei, es ist eigentlich scheißegal. Ich lasse dich gleich deine gesamte Hand abwerfen. Es ist so unwahrscheinlich, dass ich jetzt eine Top deck. Aber es ist möglich und das ist mein großes Problem. Ja, das stimmt. Ich brauche auch nur den Manu oder Pre-Vibration. Das heißt, ich habe 3 mögliche Chancen in meinem Deck, die Zauberkarte zu... 4. Also 4, die zu kaufen. Das Problem ist, ich will hier jetzt eigentlich nicht wirklich auf das Damage Race eingehen. Weil wenn du jetzt so ein Espilo... aber... sonst verlierst du. Würde ich jetzt so pauschal tatsächlich gar nicht mal sagen, weil, das sieht sehr gut aus für mich. Die Sache ist, ich weiß ja nicht, du hast auf jeden Fall einen Rasetsu gezogen. Also das weiß ich, das habe ich ja gesehen. Aber das große Problem ist einfach... Das große Problem ist einfach, wenn ich jetzt noch 2000 Lebenspunkte bezahlt hätte, hätte ich trotzdem mit einem leeren Feld dagestanden und hätte noch 2000 Lifepoints weniger. Das hätte ich nicht machen können. Ich hab sogar die richtige Karte. Nice, Top-Deck. Ja gut, okay. Jetzt sag nicht, du hast noch einen davon auf der Hand. Weißt du, was das Bittere ist? Okay, gut, er hat nur den 2000. Oh, gut. Ja, das ist, was heißt nur? LOL! Warte mal. So knapp! So knapp einfach! Warte! Leck mich am Arsch, ich hab keinen 2000er. Oh, ich hätte den Susa-Soldat reintun sollen, der hat 2000 Damage. Ey, der Susa-Soldat. Weißt du, was vor allen Dingen das Bittere ist? Du hast jetzt alle. Du hast jetzt alle 3 Esprit-Callings im Friedhof, ist dir das schon mal aufgefallen? Ah, das ist ein Zufall. Oh, jetzt kommen sie nicht weiter. Ja, jetzt kommen sie nämlich beide auf die Hand zurück. Ja, gut, das bringt. Also der Top. Warum musste der Yaksha nicht zurückgegeben werden? Das verstehe ich jetzt aber auch nicht gerade. Hä? Ach, ich boring jetzt damit Missions und. Weil er gespecialt wurde. Da sitzt der Hase im Pfeffer. Stimmt, vom Deck konnte er gespecialt werden. LOL. Nee, stimmt, man hat seine ich kann nicht gespecialt werden, Effekt annulliert. Oh lol. Ich muss jetzt einfach nochmal plus gehen. Oh, das ist sehr wichtig. Oh nein, das ist gerade so knapp, Alter. Es ist so spannend. Aber gut, spannend. Ich habe ja einen Sieg. Ich meine, alles steht ja gerade für mich. Ja, es stimmt. Also es ist gerade eigentlich für mich kritisch, muss man ganz klar sagen. Ja, stimmt. Also du hast 100 Lebenspunkte. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so... Also, ich sag's das ja, die... Ist so die mich. Also ganz ehrlich. Lord, so okay einfach. Die sind so stark, also die geben Spirit einfach so viel Power. Ja, und das ist eigentlich auch gut so, weil Spirit war schon echt der Arsch. Ja, das aber stimmt. Nur eine. Und? Handtrap? Nö. Ja, oder Murph. Damit habe ich schon gerechnet. Ganz, ganz klassisch. Ah, scheiße. Fuck. Deswegen habe ich auch nur einem Angriffsmodus gesetzt. Damit habe ich schon irgendwie gerechnet. Eigentlich hätte ich auch nur den Nikitama angreifen lassen sollen. Aber du setzt selber verdeckt. Nice. Ich setze selber verdeckt. Damit hast du gewonnen haben eigentlich. Scheiße, damit hast du gewonnen. Ja. Damit hast du gewonnen. Oder hat der 1-9 Dev, das kann sein. Der hat jetzt nee, gewonnen. Nee. Jawohl! Ich kann das. Komm, ich zeig nochmal mein Bossmonster eigentlich, aber das. Krasser Scheiß. Ja, wie gesagt. Auch richtig okay. Die peert einfach ein ganzes Feld. Ja, das Problem ist einfach. Nein! Alter, ich hätte nicht gedacht, dass ich gewinne, weil du hast so ein starkes Deck gehabt mit deinem Tribut. Weil die Tributs sind nicht zu verachten. Ja, aber du musst es mal selber zugeben, eine Sache. Der Zug, als ich Hinokago Tsuki hätte beschwören können, das wäre nicht... Wie hieß dieser 2-8er nochmal? Na, Hinokago Tsuki. Wenn ich ihn beschworen hätte und in der Folge 2000 LP bezahlt hätte, wäre das Duell deutlich kürzer gewesen. Dann hättest du mich instant gekillt. Also ich lag schon ganz richtig damit, dass ich da sicher spielen wollte. Ja, es war schon ganz richtig an sich. Boah, ich muss jetzt 3-mal anfangen. Ja. Nee, gut, das geht eindeutig an dich. Auch verdient. Also außer für diesen Raigeki Topdeck. Der war scheiße. Ja, der Raigeki Topdeck war echt scheiße im ersten Duell. Also eigentlich war der Sieg gerade verdient. Ja, also ganz ehrlich, dieser Raigeki Topdeck, das war mal wieder. Naja, was willst du machen? Es ist ein Raigeki Topdeck, aber es ist. Raigeki Topdeck ist immer ungerechtfertigt irgendwie, aber. Ist immer ungerechtfertigt. Deswegen gibt es auch viele, die sagen, Raigeki soll verboten werden, aber ich meine, in so Fun-Decks
muss es ja, weil wenn du gegen stärkere Decks ankommen willst, brauchst du jede Kleinigkeit. Deswegen sind Solemn Strikes immer noch auf 3 oder Raigeki ist halt immer noch auf 1 oder 4. Maxi gibt's halt jetzt auch, einfach um diese schwächeren Decks ein bisschen mit den stärkeren Decks konkurrieren lassen zu können. Ah, gerade dafür ist Maxi eigentlich sehr wichtig, aber das kannst du in Spirit halt nicht spielen. Oh, ich hab grad echt eine schlechte Hand, Alter. Also, ja. Also wenn du schon dein Aratama aufflippst bewusst, dann kann es ja wirklich nicht so pralle sein. Vor allen Dingen, ich habe von den anderen Esprit-Sachen noch gar nichts gesehen bei dir. Ich habe nur die 2. Du hast nur die 2? Ein Esprit Calling und eine Esprit Healing, also die Fallenkarte. Die einen, die glaube ich die Battleface beenden kann, wenn du ein Spirit Monster von Frido aus dem Spiel entfernst. Ich glaube, die kann noch irgendwas. Wie OP. Die habe ich zwar zweimal drin gehabt, aber ich habe sie einmal rausgeschlagen für Yatagarasu. Für die Fallenkarte, das ist weil. So OP. Ohne Scheiß. Ja. Also alle SP-Karten sind OP, okay, außer die Monster. Die normalen SP-Monster sind tatsächlich nicht so gut. Die sind gut, wenn sie durch den Effekt der SP-Lords gespecialt werden. Dann sind sie gut. Aber sonst, eher nicht. Eher nicht. Die Auswahl ist aber auch gerade kackt ist. Oh, ich bin mal sehr gespannt, was du jetzt beschwörst. Ich glaube einen präventiven Giant Hand, oder? Ein präventiver Giant Hand, warte mal. Ob du das jetzt irgendwie annullieren kannst? Ach, Effektwähler, ne? Aber das würde ich nicht machen. Überhaupt nichts gerade. Das würde mir absolut nichts bringen, weil dann setzt du sie eben erst im nächsten Zug ein. Wow. Ich brauche nur ein bisschen was, um dein Monsterblatt zu machen. Ja. Was? Ach, du hast Lebenspunkte gezahlt. Ich bin so dumm. Ja, klar. Hä? Das habe ich gar nicht gecheckt. Aber du musst jetzt nachdenken, ob du es annullieren möchtest, weil wenn du es jetzt annullierst, bleibt Amaterasu bei mir auf dem Feld. LOL. Okay. Mach einfach die Solemn, Alter. Ich spiel den Strike nicht mal. Ich spiel den zweimal, Standard halt. Weil der Effekt, dass sie auf die Hand zurückgehen, ist ein Effekt. Da kann man sie immer noch kaputt machen stattdessen. Ja gut, das stimmt allerdings, aber Amaterasu hätte mich nur wieder was gekostet. Muss man jetzt auch mal so sehen. Also. Nein! Egal, die Normals haben drückt eh nichts, er hätte auf die Hand zurückgekommen. Ich finde Spirit Monster cool und ich muss sagen, damals in meinem ersten Review-Spiel auf dem DS, Spirit Caller, also das GX, da habe ich böses Wurmungeheuer gespielt und ich habe mit Horn des Einhorns, das war die Combo, Horn des Einhorns immer vom Friedhof auf Zack zurück, böses Wurmungeheuer und dann hat es 2-1 angefangen über die meisten Normal Monster drüber gespielt. Aber böses Wurmungeheuer ist trotzdem scheiße. Es ist die schlechteste Karte im ganzen Video. Bis auf Wotan, der Waldbewohner. Na, Wotan ist ja. Wotan ist aber OP, das wissen wir alle. Ja, Wotan ist OP. Die Karte ist doppelt verboten. Die kann man zwar spielen, aber man wird dann deinstalliert sich Yu-Gi-Oh! Pro Instant, wenn du die spielst. Wotan also, hat einfach too much Power. Hallo, bist du 2-1? Ja, ich bin 2-1. Ich dachte irgendwie gerade, du beschwörst den und ich wäre trotzdem stärker. Egal, hätte mir eh nichts gebracht. Mann, ich ziehe einfach keine Esprit-Calling. Willst du mich verarschen? Ja, Setsu bringt dir absolut nichts gerade. Weißt du, ich bin voll dumm. Ich hätte Mausoleum auch für mich nutzen können gerade. Naja, ich hab dir das bisher nicht gesagt, aber gut. Nee, ich hab's aber vorhin gelesen. Also ich hätte es mir eigentlich merken können. Aber hab ich natürlich nicht, weil ich schlau bin. Weil ich hab Yamato Dragon auf dran. Das ist ja jetzt voll der geile Start gewesen, ja. Das ist mein einziges Blutmonster von den, weil ich denke mir, den kann man eigentlich immer spielen. Yamato Dragon ist auch ziemlich geil. Dann macht er so viel Plus einfach. Yamato Dragon ist quasi das Antistück zu diesem Konochi-Spacko. Ich glaube, ich gehe mal für Aratama. Man kann also ja ich mal. Ich glaube, das ist dann gewinnst du, weil ich habe einfach eine Scheißhand. Ich habe nur Razetsu oder Rakshasa. Wie immer der heißt. Na, es sind eigentlich immer die Namen, die hier unten stehen. Also jetzt bei mir zum Beispiel Mausoleum oder Emperor und dahinter die Nummer. Geht leichter von Zunge als Rasetz, weil ich sage immer Rasetz. Ich vergesse immer die Facecam, aber die Leute. 3 Rasetz, willst du mich eigentlich ficken? Du spielst den echt 3-mal? Warum willst du im Spirit Deck was auf die Hand zurückgeben? Darf ich die Frage mal stellen? Das ist ja, weil ich dich dazu zwingen kann. Ja, keine Ahnung, welches Monster hätte ich denn sonst spielen sollen. Die anderen ist Primonster will ich nicht spielen. Normale Monster sind scheiße. So, ich muss 2000 zahlen. Hey, ja.
Ja, weil du wahrscheinlich nur den Yamata Dragon auf der Hand hast. Ah, ich dachte, ich kann es auswählen. Achso, ja, das ist ja Quatsch, 1000 zu zahlen, um dann kein Monster beschweren zu können. Sag mal, eine Frage. Hast du eigentlich schon vergessen, dass ich den Duality im letzten Zug hatte? Oh ja. Jetzt hast du 2000 Life Points verschwendet. Just saying. Ich wollte ihn nur mal zeigen. Na, ich hab ihn auch im Deck. Willst du mich... Es ist schlimm, dass der Stufe 7 ist, ist weil das du kannst jetzt... ihn dann nicht mit einem Rang 6 erwischen. Warte mal. Ich hab aber Rang 8 auch drin, falls ich mal zwei Lords hinkriegen sollte. Keine Ahnung, wie das geht. Aber ganz ehrlich, ich glaube, ey, ich kann es mir gerade einfach nicht verkneifen. Es tut mir leid, er ist und bleibt einfach mein Trumpfmonster. Oh Gott. Da kommt er wieder. Und ja. Ja, wenn ich Spirit Calling ziehe, dann... Achso, Moment, ne, vergiss es. So. Ja, und ich habe... Warte mal. Oh, wie geil ist das denn bitte? Wie geil ist das denn bitte? Oh, lol! Oh nö, ich aktiviere den Effekt von Hinokago nicht und fertig. Jawohl. Bester Top-Deck. Damit könntest du... Ich kann gewinnen. Ich hab gewonnen. Wenn du keine Entry brauchst. Leute, ich zieh den mal her. Weil ich kann ja vom Friedhof raus. Das ist echt... Also ich fühle mich gerade wirklich sehr verarscht und in meiner Würde angegriffen. Aber zum Glück habe ich noch den Effekt-Wähler. Ja, gut. Also du kannst mir jetzt zwar Schaden machen und er wird auch auf dem Feld bleiben, soweit ich weiß, aber... Geht, der geht mir mehr auf die Eier. Ja, aber jetzt... Ja, der bleibt auf dem Feld, oder? Ja. Ja, er bleibt jetzt auf dem Feld. Aber ich habe ja noch ein weiteres Mittel, um zu gewinnen, fällt mir gerade ein. So, das ist ja erstmal relativ egal und so mein Extra-Deck. Denn ich habe ja noch ihn. Ja, den Bouncer. Ah ne, den Beyond. Ja. Der ist auch sneaky. Ja. Der spielt tatsächlich die Utopia Lightning Combo, einfach weil ich sie hab. Weil ich Platz hatte, aber... Naja, würde ich sagen, es war auf jeden Fall... Es war, glaube ich, meine drei Lieblingsduelle einfach so. Alter, das war ziemlich geil, weil es war auch richtig knapp. Es war ausgeglichen, jeder hatte ein anderes Deck-Combo. Wunderschön. Das also, war wirklich schön, ja. Geil. Echt schön. Und da hätte ich dir auch den Sieg 3-0 gegönnt, weil das ist einfach schön. Das war ein richtig schönes Duell. Ich finde es geil, dass du Mausoleum ausgepackt hast und so die alte, ich sag mal, auch das alte Spirit hast. So, das passt dir irgendwie voll gut, ne? Ja. Der traditionelle Shitani und der neumodische Artherd oder keine Ahnung. Du bist so modisch. Du bist so neumodisch, ey. Ja. Wirklich. Ich setze Trends. Vor allen Dingen, weißt du, was das Lustige ist? Ich hatte einfach aufgrund dessen, dass ich mir so gedacht habe, ja, mit Mikitama, Aratama kannst du ja auch mal schnell 8 aufs Spielfeld kriegen, dann hast du noch den Effektwähler dazu. Ich habe tatsächlich den Trishula im Extra-Deck. Oh, ach, du hast Synchro Plays? Ja, na klar. Ach, der Effektwähler. Der Wähler ist, dann habe ich noch ein paar Stufe 7 Plays, also namentlich den Clearwing, den Black Rose, Armadas, Katastor sind auch dabei. Ich sag, mein altes Spirit-Deck war ähnlich wie deins, halt... Ein paar Synchro-Monster, ein paar Empfänger und halt ein paar Tributmonster, aber deins ist halt viel besser. Und meins habe ich halt eben abgeändert in einem Esprit, also in einem Esprit habe ich es genannt. Und aber die Musik ist so schön gerade, wenn man gewonnen hat, so diese ruhige, abschließende Musik. Ja, also und ich würde sagen, wenn ich... Was? Ich mag die Deckbaumusik persönlich nicht. Ja, nee. Ich habe ja selber Musik reingestellt, das meine ich jetzt. Also... Wenn euch der Part gefallen hat, liebe Freunde, dann würde ich mich sehr über einen Daumen gehen Himmel freuen. Und lasst doch ein Like bei Shitani vorbei. Schaut bei uns vorbei, so wollte ich es sagen. Euch gefällt bestimmt die Facecam, wenn nicht, dann schreibt es in die Kommentare. Genau, ich habe noch bei meinem Infovideo Pokémon Platin, ob ich da Facecam nehmen soll, könnt ihr auch nochmal voten. Da ist der erste Link, Strawpoll. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns nächsten Samstag beim nächsten Special und ihr werdet auch erst dann erfahren, was es ist. Und ich hoffe, euch hat der Part auf jeden Fall gefallen. Mir hat es supermäßig gefallen. Also mir hat es auch Spaß gemacht diesmal. Auch wenn ich sagen muss, ich war mehrmals wirklich kurz vorm Sieg. Also ich hätte in beiden Duellen durchaus gewinnen können, wenn du da nicht diese Top-Decks gehabt hättest. Ich hatte gute Top-Decks. Das muss man jetzt wirklich einfach mal fairerweise sagen. Die Decks sind ja auch konsistent genug, um solche Top-Decks eben haben zu können. Ja, also wirklich, ich muss sagen, ich habe... Also Manju hätte auch gereicht. Oder wie gesagt, Preparation. Ich hatte so viele Möglichkeiten, einen guten Top-Deck zu bekommen.
Das ist eben gerade so die Gefahr bei Ritual. Es ist einfach mittlerweile so searchable geworden alles. Das ist der Wahnsinn. Also du hast schon massig OCG gespielt, kann man sagen. Also. Ja, natürlich. Aber es sind trotzdem Spirit-Monster, wenn du mal nachliest. So, egal. Ich würde sagen, wenn euch der Part gefallen hat, wie gesagt, blablabla, habe ich alles schon gesagt. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns am nächsten Samstag. Haut rein, liebe Freunde. Ciao. Ciao.